Niedersachsens Ministerpräsident Weil reagierte heute erleichtert auf das Aus für Gorleben. Er sprach von einem überragenden Ergebnis aus Sicht seines Bundeslandes. Die Suche nach einem geeigneten Standort fängt jetzt aber erst richtig an. Nach der Vorlage des Zwischenberichts regte sich auch erster Widerstand etwa in Bayern. Die politische Debatte über die Atommüll-Endlagersuche ist schon neu entfacht. Dabei wurde heute erst ein wissenschaftlicher Zwischenbericht vorgelegt. Und so mahnt die Umweltministerin: Alle staatstragenden Parteien, der Bundestag, alle 16 Bundesländer haben diese Suche gemeinsam beschlossen. Und das Verfahren ist gut, es verdient Vertrauen. Und dafür möchte ich hier ausdrücklich noch mal werben. Die Botschaft geht vor allem in Richtung Bayern. Die CSU und Freie Wähler hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass man überzeugt sei, Bayern sei für ein Endlager nicht geeignet. Heute betont der Ministerpräsident, man werde das Verfahren nicht total blockieren, aber kritisiert dann doch den Entscheidungsprozess. Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Die Grünen hingegen sehen die Glaubwürdigkeit des Verfahrens durch das Ausscheiden Gorlebens gestärkt und warnen davor, dass sich Bundesländer bei der weiteren Suche verweigern könnten. Wenn noch nicht mal Ministerpräsidenten diesen Prozess verteidigen und ihre Umweltminister diesen Prozess verteidigen, wie will man das dann von Landräten, von Bürgermeisterinnen und so weiter erwarten? Also hier ist tatsächlich politische Führungskraft im stärksten Sinne gefordert und bisher erleben wir sie nicht, was die CSU-Seite angeht. Die CDU kritisiert nicht direkt Markus Söder, verteidigt aber das Verfahren. Ich glaube, wir kriegen nur eine Legitimation, irgendwo einen Ort auszuwählen, wenn wir vorher ein breit angelegtes wissenschaftliches Verfahren machen. Das haben wir jetzt gemacht. Dass das natürlich nicht auf Begeisterung stößt, wenn sein eigener Wahlkreis dabei ist, das ist ganz klar. Der Prozess soll bis 2031 abgeschlossen sein. Die finale Standortentscheidung ist dann eine politische. Sie trifft der Bundestag. Die Endlagersuche soll auf wissenschaftlichen Fakten basierend transparent sein und so die Bevölkerung überzeugen. Doch Bayern stellt heute teilweise den Prozess in Frage und damit wachsen die Zweifel, ob das Verfahren am Ende funktioniert und die Bevölkerung ein Ergebnis akzeptieren wird.